Deutsche Berufsbildungsstandards im afrikanischen Ruanda. Darum ging es beim jüngsten Besuch einer Regierungsdelegation bei der Handwerkskammer Koblenz. Ruanda setzt auf moderne berufliche Ausbildungsinhalte, insbesondere im Baubereich, und greift dabei auf internationales Know-how zurück, das man auch bei der Handwerkskammer Koblenz weiß. So lässt sich der Besuch der ruandischen Regierungsdelegation unter Leitung des Staatsministers für Berufsbildung Albert Nsengiyumwa in den HWK-Berufsbildungszentren zusammenfassen. Präsident Kurt Krautscheid und Hauptgeschäftsführer Alexander Baden informierten die Delegation, der auch die Botschafterin Ruandas in Deutschland, Christine Nkulikiyinka, angehörte, über die Strukturen der dualen Ausbildung und die Rolle der HWK bei der Umsetzung hoher Ausbildungsstandards. Neben den Gesprächen zwischen Kammerspitze, Berufsbildungsexperten und den ruandischen Gästen informierten sich diese auch in den Ausbildungswerkstätten und erhielten Informationen aus erster Hand von Lehrlingen und Ausbildungsmeistern. Insbesondere der Bausektor stand im Fokus der Visite vor Ort und die Delegation informierte sich bei den Maurern, Straßenbauern, Tischlern, Zimmerern, Malern oder Schweißern über Arbeitsfelder und Ausbildungsinhalte. Dabei ging Minister Albert Nsengiyumwa auf die aktuelle Situation in seinem Heimatstaat ein und fand deutliche Worte für die Rolle der mittelständischen Betriebe, gerade im Bausektor. The construction sector is the biggest sector in our economy. Der Bausektor ist der größte Bereich in unserer Wirtschaft und beschäftigt auch die meisten Mitarbeiter. Eine hohe Qualität in der Ausführung der Arbeiten ist uns wichtig und wir unterstützen deshalb natürlich auch die Weiterbildung der Mitarbeiter. Hierbei hilft uns die Handwerkskammer Koblenz als Partner mit den richtigen Inhalten. They are supporting us and we appreciate that. Dabei liegen bereits Projekterfahrungen vor, denn die HWK Koblenz und Ruanda arbeiten im Bereich der Weiterbildung bereits seit 2012 zusammen. Deutsche Experten aus dem Bausektor, darunter Elektrohandwerker oder Sanitär-, Heizungs- und Klimaberufe, schulen vor Ort Multiplikatoren aus Berufsschulen und anderen Bildungseinrichtungen, damit handwerkliches Wissen aus Koblenz möglichst schnell in die Fläche getragen wird und im Alltag der ruandischen Handwerker zum Einsatz kommen kann. Neben der Qualifizierung von Berufsschullehrern werden auch Betriebsinhaber geschult mit dem Ziel, im Rahmen eines Pilotprojektes ab 2016 längerfristige betriebliche Praktika als Bestandteil der Ausbildung aufzunehmen. Das Projekt genießt bei der ruandischen Regierung hohe Anerkennung, wofür auch der Besuch des Staatsministers in Koblenz stand. Im Zuge seines Koblenz-Besuches sprach der Staatsminister auch Einladungen an die HWK nach Ruanda aus, wie auch zu einer Bildungskonferenz in Deutschland, die der afrikanische Staat zusammen mit deutschen Partnern für September in Berlin organisiert. Als Botschafterin Ruandas in Deutschland kennt Christine Nkulikiyinka Land, Leute und beschreibt ihre Eindrücke bei der Handwerkskammer Koblenz als sehr positiv. Ich war auch positiv überrascht, was man alles lernen kann in dieser Einrichtung hier. Alle möglichen Berufe, die wir auch natürlich in Ruanda brauchen. Mein Wunsch wäre, dass wir unsere Lehrer hier hinbringen können, so viel wie möglich, die dann in verschiedene Abschnitte dann ihre Kenntnisse verbessern können, aber auch Ausbilder von hier, von der Handwerkskammer Koblenz nach Ruanda schicken können, damit sie dann vor Ort nochmal in unsere Umgebung nochmal unsere jungen Menschen dann helfen können. Aber ich denke und bin zuversichtlich, dass wir das auch erreichen werden. Wie wichtig dieser Wissenstransfer ist, wird auch mit Blick auf die aktuelle Flüchtlingssituation mehr als deutlich, machte die Kammerspitze klar. Denn wenn die Menschen in ihren Heimatländern keine Zukunft sehen, verlassen sie diese dorthin, wo sie meinen, besser leben zu können. So leistet die Handwerkskammer nicht nur einen wichtigen Beitrag zur positiven Entwicklung des Handwerks in Ruanda, sondern auch für mehr Wirtschaftskraft und Lebensqualität. Das deutsche duale Berufsbildungssystem ist längst ein Exportschlager und die treibende Kraft dahinter der Meisterbrief. Diese Erfahrungen vermittelt das Projekt, im Auftrag der Bundesregierung durchgeführt und finanziert. Mehr Informationen zur Zusammenarbeit mit Ruanda und zu den internationalen Projekten der HWK Koblenz unter hwk-koblenz.de.